Der Kreuzritter wurde zur Klinge und somit kämpft er immer noch für Gerechtigkeit. Jetzt mehr denn je. Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Oblivion. Guten Tag, mein lieber Herr, wie geht's dir? Wie geht es euch? Oh, das habe ich dich doch gerade gefragt, mein Lieber, wie geht's? Ja? Ich habe gefragt, wie geht's? Du hast einen komischen Mund. Überfall auf die Kapelle von Anvil. Wir sind ja gerade in Anvil, da können wir eigentlich direkt mal die Wache fragen, was hier eigentlich abgeht. Als wir dort eintrafen, war es zu spät. Wir können uns nicht vorstellen, wie sie unter den Augen unserer Patrouillen hinein und hinaus gelangen konnten. Wir wissen immer noch nicht, was da überhaupt passiert ist. Irgendein Überfall und keiner hat irgendwas gesehen, aber keiner weiß oder sagt uns zumindest, was da wirklich passiert ist. Habt ihr irgendwie sich sonst irgendwelche Gerüchte gehört? Ich weiß nicht, was ich von dem Überfall auf die Kapelle halten soll. Es wird immer schlimmer, nicht wahr? Du sagst es, Mann. Du sagst es. Prophet? Sicher. Geht zur Kapelle, ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er steht draußen herum und ereifert sich vor den Passanten. Ah, ich glaube, von dem haben wir irgendwann schon mal gehört, von dem Propheten von Anvil. Gehen wir doch einfach mal ins schöne Städtchen rein und schauen uns da ein bisschen um. Wir werden ja freundlich empfangen von allen. Als Klinge natürlicherweise. Oh. Hübsch. Die Kapellen sehen irgendwie immer gleich aus, aber sonst... Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Ich sag einfach gar nichts. Die Kapellen sehen immer gleich aus. Ich glaube, es liegt einfach am Glauben. Oder an der Religion vielmehr. Sehr schick hier alles. Muss man doch sagen. Muss man den doch lassen, den Leuten. Also hier ist die Magiergilde. Das ist wahrscheinlich die Kriegergilde. Gehen wir doch mal da rein. Vielleicht kriegen wir irgendwie einen Auftrag oder sowas in der Richtung. Guck mal, direkt in dein Trainingsgelände. Das ist der Porter, ne? Ja, der Porter ist irgendwie immer der Aufpasser, habe ich das Gefühl. Was denn nun schon wieder? Guten Tag. Rano, ich bin hier in Anvil der Lehrer für den fortgeschrittenen Umgang mit Klingenwaffen. Wow. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben leider kein Geld. Sonst würde ich natürlich sehr gerne mit dem üben. Wisst ihr was über den Überfall auf die Kapelle? Der Prophet spricht die Wahrheit. Dies ist der Anfang von etwas Schrecklichem. Ich spüre es in den Knochen. Okay, noch mehr? Der Prophet... Nee. Du bist ein komischer Kerl. Lebt wohl. Ich würde gerne mit dem Oberkerl hier reden. Hallo. Victis, Kämpfergilde. Ja, Tag auch. Du hast auch nichts zu sagen, leider. Schönen Tag. Speisesaal. Ich möchte mal mit dem Obermods hier reden. Einfach, weil ich... Was ist? Hallo? Ich bin Rufrius Vinicius, Faustkampfausbilder der Kämpfergilde. Ah, okay. Lebt wohl. Weil ich mir manchmal erhoffe, dass wir noch irgendwie Aufgaben bekommen von denen. Ich möchte ja auch gerne hier ein bisschen vorankommen. Kompaniebüros. Aha. Hallo. Hallo. Lensi Laram, Kämpfergilde durch und durch. Ist auch nichts zu sagen. Auf Wiedersehen. Wer seid ihr? Was? Ich bin Azan, Anführer der Kämpfergilde von Anvil und Lehrer für den fortgeschrittenen Umgang mit stumpfen Waffen. Habt ihr vielleicht einen Auftrag für mich? Ein Auftrag für euch? Ja. Ich glaube, ich habe da etwas für euch. Oh. Arvena Telas hat Probleme mit Ratten in ihrem Haus. Naja. Okay. Ja, und was ist mit diesen Ratten? Wieso hat sie damit Probleme? Ja, Ratten. Ich bin mir sicher, sie kann es euch besser erklären als ich. Sie lebt hier in Anvil. Sprecht mit ihr. Viel Glück. Okay, gut. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, vielen Dank. Kümmert euch um die Ratten, dann berichtet mir. Alles klar, wird gemacht. Gut. Gehen wir mal schnell weiter. Wir haben sowieso so viel zu tun hier in Anvil. Wir werden sicherlich eine Weile hier bleiben. Hallo, Herr Porter. Lassen Sie mich bitte durch. So. Zur Magiergilde gehen wir auch mal schnell rüber. Wobei, wer seid ihr? Hallo? Nur zu. Neuheim der Rundliche. Ich bin Neuheim, der Hafenmeister von Anvil. Ich bin für den gesamten Hafenverkehr, die Docks, Zölle und Gebühren im Hafen von Anvil verantwortlich. Der ist echt rund. Okay. Kann aber auch nicht wirklich was sagen. Nun gut. Lebt wohl! Zur Magiergilde. Die haben ja sicherlich noch einen Auftrag für uns. Hallo? Hallo, Schüler. Hallo. Wenn ihr eine Empfehlung von mir wollt, müsst ihr einfach beweisen, dass ihr leistungsfähig seid und dabei bereit, etwas zu lernen. Das klingt zu einfach. Wie soll das denn genau aussehen? Im Gegensatz zu den zeitverschwendenden Aufgaben, die man euch in anderen Gildenhallen vielleicht gibt,
Ist dies eine ernste Sache mit Konsequenzen? Seid ihr bereit? Ich denke schon. Dann erlaubt mir, euch die Aufgabe zu erklären. Der Magierrat hat mich mit der Lösung eines Problems an der Goldstraße betraut. Okay. Mehrere reisende Kaufleute wurden in letzter Zeit entlang der Goldstraße tot aufgefunden. Und noch mehr sind vermisst. Der Rat fordert, dass dem ein Ende bereitet wird. Ihr werdet mir dabei helfen. Das klingt aber genauso nach einer Aufgabe, wie wir die schon bekommen haben. Aber gut, mich soll es nicht stören. Und weiter? Wir glauben, die Morde sind das Werk eines abtrünnigen Magiers. Kampfmagier wurden zur Herberge zum Brina-Kreuz geschickt, da nur ein Aufenthalt dort allen Opfern gemeinsam war. Ihr müsst nach Norden zur Herberge zum Brina-Kreuz reisen und mit Arielle Jurard reden. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Okay, alles klar. Könnt ihr mir irgendwas über den diebischen Magier sagen? Manche Magier halten sich nicht an die Prinzipien der Gilde und praktizieren jenseits ihrer Grenzen. Viele geben nicht viel auf das Leben anderer. Die Frostbeulen, die an den Opfern in diesem Fall gefunden wurden, weisen darauf hin, dass ein Magier für ihren Tod verantwortlich war. Vermutlich nicht mehr als simpler Raub. Diese Schriftrollen sollten euch genügend Schutz vor Frostmagie geben, wenn ihr diesem abtrünnigen Magier wirklich begegnen solltet. Verwendet sie mit Bedacht. Natürlich. Gibt's noch was? Gut, die Herberge werden wir schon finden. Okay, alles klar. Wiedersehen. Wir kommen bald wieder. Jetzt haben wir schon mal einiges zu tun. Aber zuerst mal würde ich mich gerne in der Kapelle umsehen. Denn das interessiert mich immer noch am meisten, dieser Überfall. Was auch immer da passiert ist. Wir wissen ja gar nichts darüber bisher. Das hier ist ja die Kapelle. Was ist hier? Heinrich Eichenrumps Haus, okay. Das ist generell eine sehr... Ich glaube, es ist so eine elbische Stadt. Oder elfische. Müsste es zumindest sein. Elben sind hier ja nicht, Entschuldigung. Ist hier niemand auf die... Hat er gerade was gesagt? Großhaftigkeit wird allen Waffen ist der Prophet, ne? Außer guten Tag. Seines alten Alter, oh mein Gott. Der redet ohne den Mund zu bewegen. Es gibt Gelehrte oh, unter nicht. Euch, deren... Hallo. Meine Güte, was verschafft mir diese Ehre? Ich bin doch nur ein einfacher Prophet. Was wollt ihr von mir? Kennt ihr irgendwelche... Habt ihr irgendwelche Vorkommnisse gesehen oder irgendwas zum Überfall auf die Kapelle? Dies ist nur der Anfang. Umaril ist zurückgekehrt. Wie von Pelinal Weißplanke vorausgesagt, als er im Sterben lag. Aha. Und wer ist dieser Umaril? Umaril, der ungefederte Magierkönig der Eileiden, der lange Zeit vor dem Aufstieg der Menschheit über dieses Land herrschte. Er wurde von Pelinal Weißplanke niedergestreckt. Aber der Geist von Umaril überlebte und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben. Eileiden? Das möchte ich aber ungern haben und davon auch noch König sein, meine Herren. Wer ist denn Pelinal Weißplanke? Erinnert sich denn niemand an die alten Sagen? Entschuldigung. Der heilige Pelinal, der legendäre göttliche Kreuzritter, Gefährte von Alessia, als diese die Herrschaft der Eileiden vor 3000 Jahren stürzte. Mit Hilfe der Götter kämpfte Pelinal gegen den Eileiden-Magierkönig Umaril und erschlug ihn. Aber der Geist von Umaril lebte weiter und nun ist er zurückgekehrt. Na gut, wenn ich solche Eileiden hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal sterben wollen. Sagt mir einfach, wer die Kapelle überfallen hat. Begreift ihr denn gar nichts? Das Blut spricht. Ich kann die alten Runen lesen, auch wenn ihr es nicht könnt. Asoyobala Umarile. El Nadarakuvar, in der Eileidensprache, durch die ewige Macht von Umaril sollen die sterblichen Götter niedergeschlagen werden. Ein Fluch auf die alten Feinde von Umaril und eine Drohung. Das muss aber nicht heißen, dass Umaril das selbst war. Also, wie können wir denn überhaupt diesen Umaril aufhalten? Leider. Umaril kann nicht aufgehalten werden. Nicht ohne Hilfe der Götter. Nicht ohne die Reliquien des Kreuzritters. Ach gut. Ohne einen Helden sind den Göttern die Hände gebunden. Aber wer unter uns ist würdig, die Waffen des göttlichen Kreuzritters zu führen?
Also zufälligerweise bin ich ja ein Kreuzritter, ne? Und dazu auch noch ein Wächter der Klinge oder Wächter des Kaisers. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber ich könnte nach den Reliquien suchen. Ihr sucht die heilige Ausstattung von Pelinal Weißplanke? Ja. Die legendären Reliquien, die von alters her von mächtigen Kriegern gesucht wurden? Seid ihr des Rittertums würdig? Na ja, gut, ich bin der Held von Quatsch. Stimmt schon irgendwie, ne? Ja, wir sind der Held von Quatsch. Also dann, seid gegrüßt, Held von Quatsch. Dann will ich in den endlosen Chor der Lobpreisenden mit einstimmen. Sicherlich wird einer unter euren vielen Anhängern euch auf eure Suche nach den Reliquien des Kreuzritters den Weg weisen können. Gut, dass wir überhaupt keinen Anhänger haben, aber naja. Könnt ihr mir irgendwas über diese Reliquien sagen? Die Waffen und die Rüstung von Alessias Gefährten Pelinal Weißplanke. Er erhielt sie von den 8 Göttlichen. Er ging allein in den Weißgoldturm, forderte den Eileiden Magier König Umaril zum Zweikampf heraus und erschlug ihn. Leider wurde Umaril nicht vollends vernichtet, sondern nur jenseits der Grenzen Nirns verbannt. Und jetzt ist er zurückgekehrt, um an den Göttern Rache zu üben, wie von Pelinal selbst vorausgesagt, als dieser im Sterben lag. Nur ein wahrer Ritter, der die heiligen Reliquien des göttlichen Kreuzritters führt, hat eine Chance, Umaril zu besiegen. Aber bedauerlicherweise für Tamriel sind die Reliquien des Kreuzritters seit langer Zeit verschollen. Wer soll jetzt noch bei der Suche nach den Reliquien Erfolg haben, wo doch die größten Ritter der Legende versagt haben? Der größte Ritter der Legende steht vor euch. Gibt es irgendwelche Orte, wo ich nach den Reliquien suchen könnte? Seid ihr des Rittertums würdig? Ich bin immer noch der Held von Quatsch, du Lappen. Also dann. Okay. Ich dachte, er sagt uns ja auch irgendwelche Koordinaten oder so. Könnt ihr mir noch was irgendwie über Umaril sagen? Er ist der Feind aller, die heute frei auf Tamriels Boden wandeln. Ein Überlebender des alten Volks, der Eileiden-Sklavenhalter, die einst über Cyrodiil herrschten. Er wurde von Pelinal niedergestreckt. Ja, das haben wir schon gehört, ne? Durch sein ja. So wurde er nicht nun... Ja, das haben wir schon gehört, okay. Bedenkt dies, was hier geschah, ist nur der Anfang. Natürlich ist es das. Seht euch die Kapelle von Dibella an. Ich gehe ja schon. Seht euch die Gesichter der Toten an. Ich gehe ja mal kurz in die Kapelle rein, um einfach mal ein bisschen Schadensanalyse zu betreiben. Eieiei, die sollten vielleicht mal putzen hier. Alter, da liegt ja noch alles rum. Was ist denn das? Eine Bank? Alter, die Körper liegen ja hier einfach noch. Schlüssel für Kapelle. Ich möchte jetzt ungern die Leichen ausräubern. Was ist denn? Also so langsam könnte man hier auch mal aufräumen, oder? Steht hier was? Ah ja, hier steht wirklich das Geschriebene. Wie er es angesagt hat. Ja. Wo können wir denn überhaupt diese Sachen finden? Hä? Hier draußen? Wait a second. Tut mir leid, ich habe gerade gesehen, dass ich Heilung benötige. Das soll direkt hier sein? Habt ihr mal eine Münze? Hey, was? Ich soll noch mal mit dem reden? Warum? Trainer auf. Sollte nochmals mit dem sprechen, um herauszufinden, wie man diese Reliquien. Ja, das habe ich doch schon Merkelt gemacht, oder? Auf, voll. Seid ihr. Ja, bin ich doch. Ich bin ein würdiger Ritter, vielleicht hilft er mir dann. Dann habt ihr sicherlich keine Probleme, die Reliquien alleine zu finden. Ihr braucht offensichtlich weder menschliche noch göttliche Hilfe. Warum bittet ihr mich um Hilfe, wackerer Ritter? Seid ihr... Hä? Also dann. Sicherlich wird einer unter euren vielen Anhängern euch auf eure... Was? Seid... Dann hat... Ich kann ja gar nicht... Was? Bedenkt dies, was hier geschah, ist nur der Anfang. Der will mir das nicht sagen. Merket auf, Volk von Cyrodiil. Pelinal Weißplanke schlug einst die Feinde der Menschheit und der Götter nieder. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Na gut, dann machen wir erstmal was anderes. Komisch. Anvil-Empfehlung, genau. Da mussten wir dahin.
Ja, genau, wir können ja kurz mal das Rattenproblem lösen. Da hinten soll das angeblich sein. Okay. Wir haben auch eigentlich schon alles entdeckt, was ich entdecken wollte. Also größtenteils zumindest. Dann wollen wir mal kurz die Rattenplage beseitigen. Da hinten sind wahrscheinlich die ganzen Wohnhäuser, schätze ich mal. Gut. Neues Thema: Pilgerfahrt. Thema? Okay. Neues Thema 8 und 1er. Was? Das sind neue Themen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Friedensstifter, war das hier? Nächstes Mal noch ein weiter. Bei, natürlich bei Arvena Telas, genau. Arvena? Ich möchte hier ungern mit gezogener Waffe rumlaufen, wenn die hier noch im Haus ist. Oder eher, ich weiß ja nicht, welchen Geschlechts... Na doch, ist eine Frau. Ah, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Gut, ich habe ein Problem. Es hat mit den Ratten in meinem Keller zu tun. Natürlich. Deswegen bin ich auch hier. Sag mir doch mal, was ist da los? So ist es. Ratten! In meinem Keller! Und irgendetwas tötet sie. Es ist schrecklich. Meine armen Babys, ihr müsst etwas unternehmen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ihre kleinen rosa Näschen, ihre schuppigen süßen Schwänze. Geht bitte in den Keller und findet heraus, was da los ist. Okay, das ist ein ziemlicher Plot-Twist, aber alles klar. Bitte rettet meine kleinen Ratten. Ich werde es versuchen. Ziehen wir also unser Katana. Wo ist denn der Keller überhaupt? Ach, hier. Irgendwas tötet sie. Boah, ist das dunkel hier wieder. Ich gehe mal davon aus, dass der Keller nicht allzu groß ist. Da ist eine Ratte. Nee, das ist ein Tiger oder so. Ein Berglöwe. Ich habe einen Berglöwen in Arvenas Telas Teller gefunden. Keller gefunden. Sie muss irgendwo durch ein Loch in der Wand hereingekommen sein. Ich sollte Arvena davon erzählen. Greifen die mich an? Nee. Ich dachte eben, die eine Ratte hätte mich angegriffen, deswegen... Okay. Der ist also durch ein Loch in der Wand gekommen. Interessant. Heilen wir uns erstmal wieder hoch. Okay, Arvena, ich denke, dein Berglöwenproblem ist gelöst, schätze ich. Vor allem, dass sie das nicht gesehen hat, was das für ein Tier ist. Arvena, wir haben es geschafft. Ach, nun? Was habt ihr gefunden? Habt ihr euch um meine Babys gekümmert? Was war da unten los? Es war ein Berglöwe. Ein Berglöwe? In meinem Keller? Aber wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Aber es ist tatsächlich so. Was ist, wenn es mehrere sind? Was ist, wenn er nicht alleine war? Wo einer ist, da sind bald mehr. Findet Pinarus Invencius. Er ist Jäger und kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche. Er wird wissen, was zu tun ist. Alles klar. Bis später. Bitte findet Pinarus und diese Berglöwen. Keine Sorge, wir machen das. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Einzelgänger war. Denn, ja, er war alleine. Also von daher... Okay, gehen wir nochmal kurz zum Händler. Ist das der Händler? Nee. Das ist eine Herberge. Entschuldigt die kurze Störung. Ich habe schon schlimmere Gestalten als euch getötet. Ich muss mich darüber, glaube ich, gar nicht aufregen, oder? Gibt es hier einen Händler im Dorf? Ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. Aber scheint, als wäre dem nicht so. Wie geht's dir? Shani, der alte Meereskapitän und Vagabund. Jetzt ist er Reeder und verdient sich eine goldene Nase. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ebenso, ebenso. Aber er hat auch nicht viel zu Leb sagen. Wohl. Leb wohl. Gehen wir mal kurz in die Herberge, vielleicht können wir da was verkaufen. Na, Arschloch. Beeilt euch, bevor ich es mir anders überlege. Ich bin Wilbur, Eigentümer und Inhaber von Des Grafen Waffen. Wir bieten Gästen Betten und Mahlzeiten an. Kann ich euch helfen? Durchaus, ich würde gerne verkaufen. Was darf ich euch anbieten? Ach, wir können ja nur sowas verkaufen, stimmt. Nur so Tränke, shit. Ciao. Lebt wohl. Bye bye. Die Tür ist ganz schön klein, ne? Dafür, dass es hier so eine elbenähnliche Stadt. Elfenähnliche Stadt ist, Entschuldigung. Ne, Elben? Elfen? Ich bin überfragt, tut mir leid. Gut. Ah, ein Schmied. Da können wir doch bestimmt was verkaufen. Hallo. Farel Morwein, ich stelle hier in Anvil seit 30 Jahren Waffen her. Die Leute sagen, ich leiste gute Arbeit.
und es liegt mir fern, Ihnen zu widersprechen. Du bist aber ein lustiger Kerl. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Das möchte ich überhaupt nicht hinterfragen. Knüppel der Unterwerfung? Der ist, glaube ich, ziemlich gut. Aber wir haben sowieso kein Geld gerade, von daher... Gut, verkaufen wir doch mal ein bisschen was. Stahlbogen behalte ich mal, das Claymore. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Wir haben so gut wie gar nichts, ne? Wir haben richtig wenig Geld einfach. Empfehlt mich... Ich empfehle dich natürlich meinen Freunden. Wiedersehen. Alter, wie er guckt. Richtig angepisst. Gut. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich würde mal sagen, ich nehme noch mal 2 Minuten länger auf einfach. Was haben wir denn zu tun? Die Rattenplage, da müssen wir genau mit diesem Kollegen reden. Das soll sogar hier direkt sein. Da unten. Gehen wir doch mal schnell hin. Das sollte ja schnell gemacht sein. Wenn der keine großen Probleme macht, der Jäger. Wovon ich mal ausgehe, dass er das nicht tun sollte. Hier runter und dann rechts. Hier? Ja. Pinarus Ivinius. Hallo? Was? Pinarus Invencius. Jäger, Förster und Schütze. Zu euren Diensten. Invencius, Entschuldigung. Es gibt ein Problem mit Berglöwen hier. Berglöwen? Hier? Komisch. Wenn sie hier sind, werde ich sie finden. Folgt mir. Eine Jagd wird uns gut tun. Und vielleicht fühlt sich dieser alte Spinner dann ja besser. Du meinst die Frau. Aber okay. Dann los. Auf geht's. Let's go. Boah, der geht aber sehr langsam, ne? Und vor allem sollen die hier in der Stadt sein, oder wie? Würde mich ja schon ein bisschen wundern, wenn die einfach in der Stadt rumlungern, die Berglöwen. Na gut, mit einem haben wir schon keine Probleme gemacht und wenn wir zu zweit sind, werden uns auch 2 keine Probleme machen. Wenn der einigermaßen gut kämpfen kann, der Herr. Wobei, hat der ein Holzschwert? Oder ist es einfach nur der Schutz davon? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ich gehe davon aus, dass es nur dieser Schutz ist vom Schwert. Die Scheide. Geh doch noch langsamer, mein Herr. Ist okay. Weißt du, anstatt dass er mal ein bisschen Zug hat... Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Gehen hier so beide. Wie geht's? Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. So. Ja gut, Freunde. Also so langsam würde ich dann auch den Part beenden. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch gehen. Sonst hätte ich die Berglöwen noch mit reingenommen. Nee, wir beenden den Part jetzt. So. Freunde, beim nächsten Mal werden wir dann diese wunderschönen Berglöwen, was auch immer... wenn es überhaupt Berglöwen gibt, hier in der Nähe finden und töten und wahrscheinlich töten oder verjagen immerhin. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye zu dem Bye.